Herzlich willkommen hier zu diesem zweiten Vokabelvideo zur Wahrscheinlichkeitsrechnung über Wahrscheinlichkeitsdefinition und es ist die statistische. Und zwar geht das hier auch um das Gesetz der großen Zahlen. Ein bisschen abgespeckt, aber wir haben eine Heftzwecke. Ja, hier haben wir diesen Kopf und hier haben wir den Pika. Und die kann entweder, wenn wir sie hochschmeißen und runterfallen lassen, kann die so landen oder sie kann so landen. Aber es ist nicht die gleiche Wahrscheinlichkeit für dieses oder für dieses Ergebnis. Ja, je nachdem, auch wie dick dieser Boden hier ist oder wie lang dieser Stiel, ist das eine oder das andere möglicherweise pro Heftzwecke anders und sowieso. Also jedenfalls ist es keine Laplace-Wahrscheinlichkeit. Deswegen müssen wir, ja, die beiden Seiten sind nicht gleichartig. Ja? So, jetzt haben wir hier eine Tabelle. Ich mache das hier nochmal ein bisschen klarer, hoffentlich. Hui. Gut, so. Und dieses hier ist die andere Variante, wie es hinfallen kann. Das sind die beiden Varianten von da oben. Und hier steht die Summe. Hier haben wir das Ereignis, so hinzufallen oder so hinzufallen. Sieht ein bisschen komisch aus. Man könnte jetzt auch Kopf und Zahl nehmen, aber da müssten wir dann eine gezinkte Münze nehmen, damit es keine gleiche Wahrscheinlichkeit hat. Also lassen wir es einfach mal dabei. Dieses hier sind zwei unterschiedliche Ereignisse, die unterschiedlich wahrscheinlich sein können. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir schmeißen das Ding hoch und zählen. Nach 100 Mal werfen ist das 44 Mal so rum hingefallen und 56 Mal so rum hingefallen. Die relative Häufigkeit wäre jetzt 44 Hundertstel, also 44 durch. Ne, dieses hier ist ja dann im Prinzip, die Summe daraus ist dann ja immer n. 44 durch 100 ist 44 Hundertstel oder 44%, wenn wir es jetzt schon mal in Wahrscheinlichkeiten dann hinterher in Prozentschreibweise umrechnen wollen. Und hier hätten wir 56 Hundertstel. Nehmen wir mal an, das sind jetzt noch keine besonders großen Zahlen. Ja, wenn wir es einmal nur machen würden, einmal, dann hätten wir hier eine relative Häufigkeit von 1 gehabt und hier von 0. Dann hätten wir hier insgesamt einmal geschmissen. Und meinetwegen, dieses hier wären dann 100% gewesen. Und dieses hier wäre 0% gewesen. Das ist aber mit Sicherheit nicht die Wahrscheinlichkeit. Wir haben gerade eben bei 44 und 56 schon gesehen, dass sich diese Werte hier ordentlich was verändern. Wenn wir das Ganze jetzt aber noch 100 Mal mehr machen als gerade eben, das heißt, wir haben hier 4400 und hier 5600, dann haben wir natürlich insgesamt 10.000 Mal geschmissen. Sind wir lange mit beschäftigt gewesen oder wir haben gleich 10.000 auf Mal geschmissen? Das ist im Prinzip genau das gleiche wie 10.000 mal eine, wenn die gleich produziert sind, natürlich. Gut. Das heißt, hier hätten wir dann 4.400 oder 4.400 durch 10.000, was dann auch 40% gewesen wären. Oder 0,44. Ja? Man schreibt auch Punkt 44 als Wahrscheinlichkeit, an Pfade vor allen Dingen, aber das auch nur so ein bisschen vorgegriffen jetzt. Dieses hier wären dann 5600 durch 10.000 sind 56% und hier hätten wir halt 10.000 durch 10.000 und das wären dann 100%. Dieses plus das muss dann 100% ergeben. Und das Ganze schreibt sich dann hinterher so, die Wahrscheinlichkeit P von E ist gleich der Grenzwert oder der Limes von n gegen unendlich oder für n gegen unendlich von diesem Bruch. Nämlich das hier. Oder dieses hier im Prinzip vielmehr, ne, für dieses Ereignis, dieses hier, durch das hier. Und wenn wir das ganz häufig machen, also unendlich häufig, Gesetz der großen Zahlen, dann wird sich dieser Term hier dort einpegeln, wo die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis liegt. Und jetzt will ich dazu noch einmal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist nämlich die beste Vorhersage für die zu erwartende relative Häufigkeit des Ereignisses beim Zufallsversuch. Das heißt, dieses hier ist dann im Prinzip so eine Art Vorhersage. Wenn ich das hier 100 Millionen Mal gemacht habe, dann schmeiße ich das Ding hoch und weiß, okay, mit 44% Wahrscheinlichkeit fällt es so hin und mit 56% Wahrscheinlichkeit so hin. Das mag jetzt im Moment erstmal noch nicht besonders spannend klingen, aber das kommt natürlich auch dann immer auf das Umfeld drauf an. Ich werde mich jetzt hier gleich nochmal mit Basisregeln für die Wahrscheinlichkeiten beschäftigen und dann kommen wir auch schon zu den Aufgaben und ins Eingemachte.